Hallo ihr Lieben. Hallöchen. Heute wollen wir euch mal was zeigen. Wir bekommen ja immer wieder mal Anfragen für Kooperationen und die, was unsere Videos verfolgen, das machen wir eigentlich relativ selten. Aber jetzt haben wir eine Anfrage gekriegt mal für einen Sub, für ein Stand-Up-Pedal. Und das wollte ich ja schon immer mal ausprobieren, habe mich aber noch nie wirklich getraut. Ne? Haben wir wieder mal geguckt und gestaunt und denken, wie bleiben die denn da droben, fallen da nicht runter? Ja, ja, da machst du eigentlich schon ein ganzes Jahr mit rum. Ne? Ja, ja. Und zwar ist das ein Reisensub, also praktischer für Reisen, weil das zum Aufpumpen ist. Dann ist das nicht so sperrig für unterwegs, dann kann man es wieder die Luft rausmachen und kann es wegpacken. Weil schließlich braucht man es ja meistens nicht jeden Tag und somit braucht es auch nicht so arg viel Platz. Und das Geniale ist, es ist alles dabei. Ja, es ist ein komplett Set. Pumpe, Paddel. Ja. Also, wir haben es noch gar nicht ausgepackt, aber alles, so soll es sein. Also wir gehen jetzt auch mal davon aus. Und wir würden das einfach mal mit euch auspacken, ne? Okay. Also, los geht's. Ist das da uns drauf? Sieht man das? Machen wir nachher. Ja. Genau, wir legen noch alles von. Dann haben wir die Handpumpe. Die Pumpe. Das ist die größte Position. Erst alles gleich. Upsala. Repair-Kit. Ah, genau. Repair-Kit gibt es auch. Das ist der Adapt zum... Nee, das machst du ja ans Board und an Bein. Ah ja, okay. Damit seht ihr, wir kennen es noch damit gar nicht. Nicht davon, damit du nicht das Board ohne dich davon schwimmst. Genau. So, und dann haben wir das hier. Die größte Position hier. Wie nennt sich dieses Teil hier? Die Schwimmflosse. Schwimmflosse. Die unten ans Boot kommen, das so. Ich nenne es mal Kiel. Ich gehe mal gucken. Und dann haben wir noch einen Adapter. Okay. Adapter für den. Das ist übrigens ein Glasfaserpaddel. Also, das Boot. Boot. Reparaturkit. Adapter. Paddel, Glasfaserpaddel. Tasche. Und Pumpe. Das ist dein Teil. Das ist dein Part. Okay. Ja. Dann würde ich sagen, wir machen die kleinen Teile mal weg, oder? Ja. Mit der Tasche finde ich echt super. Guck mal, das ist keine Tasche, das ist ein Rucksack. Ne? Kannst du alles reinmachen? Kannst du an den Strand gehen. Da fahre ich mal zwei Handtücher rein. Ja, wie viel? 15 Kilo. Ach, da unten ist dann noch ein 40 Kilo Hüter. Ne? Das kann man sich dann nach vorne rumschnallen. Aufsetzen. Ja. Ja, man geht ja auch nicht mit Wandern. Ne? Aber wenn man mal ein paar Meter laufen muss, und hier kann man es dann noch verstellen. Okay, das müsste man auch bei dir noch etwas verstellen. Passt aber nicht bei meinem Ranzen. Ranzen. Es gibt übrigens Rabattcodes für euch, die blenden wir später ein und in der Videobeschreibung ist auch alles nochmal drin. Ja, schön. Sogar da drüben, da guck mal,
war sogar da drinnen, damit er keine Druckstellen. Ui. Die Frischhaltefolie kann man ja später entfernen. Das Sub ist 381 cm lang, also fast 4 Meter, 81 cm breit und wenn es aufgepumpt ist, 15 cm hoch. Es ist belastbar mit 175 Kilo. Da können wir ja zu zweit drauf. Cool. Da passt unser Töchterchen auch noch drauf. Inflate. Zum Aufpumpen. Und zum wieder abpumpen, dann auf die andere Seite anschließen. Die Luft muss dann da ja auch wieder raus, gell? So. Stimmt ja. Haben wir eigentlich schon die Bedienungsanleitung gelesen? So, fertig. Ist noch ein bisschen außer Atem, ne? Also auf dem Board steht. Auf dem Board steht 15 bis 18 PSI. Entspricht. Ich habe jetzt 15. Entspricht 1 bis 1,25 bar. Ich lasse das jetzt mal so. Das ist ganz schön fest. Ja, ich glaube es auch. Ja. Übrigens ist auch natürlich eine Bedienungsanleitung dabei. Genau. Und hier auch nochmal, wie man die Finne, das Kurzbeschreibung, aber steht auch alles nochmal hier in Deutsch drin. Ne? Ja, also es gibt hier mehrere Sprachen. Okay. Das war's schon. Und nachher, wenn ihr das wieder abpumpen wollt, den Schlauch dann auf die andere Seite, dann kann man die Luft wieder komplett rausziehen. Und dann ist das nämlich wieder ganz platt und passt auch garantiert in die Tasche rein. So, die kommt hier rein. Die Anleitung in der Hand. Dann befestigen wir mal noch die Finne. Jawohl. Diese kleine Platte kommt bei diesem Board weg. Dann wird das einfach hier hinten. Da haben wir so eine Stift. Der führt das hinten rein. Also hier in der Mitte rein. Dann nach hinten schieben. Und hier vorne einschrauben. Kein Hexenwerk, ne? Nee. Krass. Ja. So. Dann haben wir hier vorne noch einen Hebel zum Verlängern. Ja. Von dem Panel. Je nachdem. Einfach aufmachen und dann können wir den noch Körperlänge etwas anpassen. Perfekt. Und natürlich. Genau. Und wieder zu machen. So. Dann haben wir noch die Sicherung fürs Bein. Genau. So, dann bringen wir noch die Fußleine an.
dann war es das auch schon. Trockenübung. Das ist ganz schön fest. Das geht doch, du fällst doch gar nicht runter, funktioniert doch. Ist doch viel zu hart. Also. Perfekt, kann losgehen. Ist doch ganz einfach. Also. In der Videobeschreibung findet ihr den Link für das Board. Ja? Und dann gibt es noch einen Rabattcode, zwei Stück. Einmal FS35WB. Sind dann 35 Euro ab dem Einkaufswert von 269 Euro und der Gutscheincode FS70WB 70 Euro Rabatt ab einem Einkaufswert von 538 Euro. Ich bin schon an der Ostsee. Ihr müsst euch das jetzt auch gar nicht alles merken, das steht alles nochmal in der Videobeschreibung drin. Und wenn ihr sehen wollt, unsere ersten Versuche, dann bleibt es gleich mal dran. Also wie ihr seht, ist es brutal fest. Hier vorne gibt es übrigens noch eine Halterung für eine Actioncam, damit ihr das auch alles bildlich festhalten könnt. Werden wir das auch machen? Nö. Besser nicht. Die Finne brauchen wir noch. Kann man das auch tragen? Ach so, ja. Dann könnt ihr zum Strand gehen. Ah ja, ist es schwer? Ah, schon, ja, oder? Gut. Ja. So, sehen wir das. So, jetzt sind wir hier auf dem See. Hier ist natürlich ein Vorteil, es ist nicht so tief. Daher ist das für Anfänger super. Für Anfänger super. Ist das Aufsteigen natürlich besonders einfach. Man braucht also nicht erst mit den Knien rauf. Also klar, man kann auch mit den Knien rauf. Hingestellt wird sie dann hier in der Mitte vom Tragegriff. Das Ganze ist noch etwas wackelig. Ja, das wird ja auch kein... Moment, ich wende mal kurz das Mikrofon. Das soll ja auch kein Video werden, wie man das am besten macht, sondern das geht ja rein nur um die Qualität und um dieses Board jetzt. Ne? Und damit man erst nur sieht, dass man damit aufs Wasser kann, machen wir damit unsere ersten Versuche. Also auf Garantie, auf Richtigkeit, wie das alles funktioniert, können wir natürlich nicht geben. Also, warte. Das Muster bzw. die Wölbung nach oben zeigen und mit diesem sticht man dann auch in See quasi. Genau, und zwar weit vorne Einstecher und nur bis zur Ferse. Umgreifen. Ja, und immer ein bisschen weiter hinter bis zur Ferse. Genau, und dann nicht den Paddel nicht weiter wie bis zum Fuß oder bis zur Hüfte, nicht weiter nach hinten, sonst spritzt man. Ja, genau. Ja. Rückwärts geht das Ganze natürlich auch. Warum haben wir uns das noch nie vorher getraut? Was? Warum haben wir uns das eigentlich noch nie vorher getraut? Das ist eigentlich ziemlich einfach. Gar nicht so schwer, ne? Nee. Es ist zwar ein bisschen wackelig, man spürt es auch in den Waden. Ja. Also, ich denke mal, da gibt es dann wohl einen kleinen Muskelkater. Für alle Anfänger bestimmt. Das ist dann das unsportliche Verhalten. Aber ansonsten. Das ist echt cool. Ja. Oder? Wichtig ist, dass ihr richtig steht, ja. So. Und aus diesem Grund haben wir das auch nur hier auf dem See erstmal. Also wir haben gewartet, bis wir hier am See waren, weil am Meer haben wir uns das echt nicht getraut. Nee, da warst du wellig. Ja, und da wäre auch keine Möglichkeit groß gewesen zum Filmen. Ja, und dann wären wir da wahrscheinlich auch gar nicht drauf gekommen. Ne? Das können andere, geübtere machen. Also,
Dann stechen wir mal in den See. Also die Paddel nicht so, sondern hier oben am Griff. Ja. Man kann ihn auch verlängern. Schatz, für das erste Mal machst du das gar nicht schlecht. Also, kannst du mich bitte an der Nordsee wieder abholen? Wolfgang überlegt jetzt gerade, wie er wieder hochkommt, wenn er einmal im Wasser ist. Ja, weil wenn du jetzt runterfallen würdest, dann müsste ich ja irgendwie wieder drauf kommen. Fällt das mit Absicht runter? Ja, das ist dann der Moment, wo es gut ist, wenn man die Fußding da dran hat. Die Fußfessel dran hat. Fußding da, Fuß. Also, ein Paddel schwimmt. Ja, dann best gleich mal drauflegen, oder? Ja. Ja. Yes. Geht doch. Okay. Wenn ich das aber nachher probieren runterfall, dann musst du mich retten. Komm. So. Standposition. In See stechen. Tschüss. So, dann sind wir auch schon am Ende von diesem Video und kommen zum kurzen Fazit. Also, ich muss sagen, das ist ein geiles Board. Ich habe damit gerechnet, dass ich bestimmt 20, 30 Mal runterfalle, aber ich bin nicht einmal runtergefallen. Also das ist daher, da er schon so breit ist, kann man da sehr gut drauf stehen. Es ist zwar zu Anfang noch ein bisschen wackelig für einen Anfänger, ich bin ja blutiger Anfänger, aber ja gut. Das Wasser war jetzt ruhig am Meer. Natürlich, das ist klar. Aber wir haben hier dann... Wir haben uns schwieriger vorgestellt. Genau. Also das mit dem Paddel und dass man hier noch eine rutzfeste Unterlage hat. Ja. Und das sieht noch richtig gut aus. Stabil. Also wir bedanken uns auch bei Fuin, die uns das da zur Verfügung gestellt haben. Wir hatten super viel Spaß damit und wir werden es zukünftig mit Sicherheit mit auf unseren Reisen mitnehmen. Ja. Platz genug hätten wir. Dann lassen wir mal noch kurz die Luft raus, ne? Ja, das ist ja auch ganz... Übrigens nochmal, ich habe es ja schon gesagt, alles zum Board, Link zum Shop und direkt zum Board, alles in der Videobeschreibung auch nochmal zu finden, die Rabattcodes. Schaut da rein, klickt drauf, schaut es euch an. Genau. Dann Luft raus hier. Dann haben wir hier wieder die... Mit Inflate haben wir es aufgepumpt und mit dem Deflate kann man die Luft wieder rausziehen aus dem Board. Also. Das dürfte auch schneller gehen. Ja, und den Rest zieht man dann mit der Pumpe raus. Okay, also. Viel Spaß. Ciao.